Hallo Leute, es geht weiter mit The Book of Unwritten Tales hier im Monster Ding Mund und ja, wir gucken uns weiter um, hoffen, dass wir hier schnellstmöglich wieder rauskommen und der uns hoffentlich irgendwie nichts tun wird. Betrachte. Das ist irgendeine ätzende Säure. Ich weiß nicht, wie tief der See ist und ich will es auch gar nicht wissen. Durchwarten kann man zumindest nicht. Okay. Schöne Säure. Wie kommen wir denn jetzt mal hier ran? Betrachte den Taucheranzug. Können wir den anziehen? Ich kenne diese Dinger. Damit kann man unter Wasser atmen. Opa hat mit so etwas Bomben an Rümpfen orkischer Galeeren befestigt. Leider gingen die Zündschnüre immer aus. Rede mit Ivo. Untersuche den Koffer. Ein hübscher Koffer, gefüllt mit allerlei teuren Kleidern. Spitzen, Seide, lange Unterhosen. Nur das Beste. Nur das Beste, aber verschlungen vom Monster. Die Sachen passen mir nicht. Eigentlich schade. Unter meiner Zauberrobe weht manchmal ein ganz schön kühles Lüftchen. Ah, hier können wir das Holzfass benutzen. Vielleicht könnte ich das Fass als Boot benutzen. Aber dafür fehlt mir ein Paddel. Ich kann ja schlecht mit den Händen rudern. Die Qualle sieht alles andere als glücklich aus. Kein Wunder. Magensäure ist nicht der bevorzugte Lebensraum für Leuchtquallen. Bis wir hier raus sind, wird sie hoffentlich durchhalten. Seine coole Quallenlampe. Okay, dann haben wir das fast. Haben wir nichts sonst, ne? Kann er vielleicht was anderes noch machen? Mach dich mal nützlich. Ich bin froh, dass sie mich jetzt helfen lässt. Am besten spreche ich sie nicht an. Sonst überlegt sie es sich vielleicht. Wie respektvoll er immer umgeht. Okay, wir können nur das Fass benutzen. Benutze ich mal Ivo. Das kann die so, die kann sich auch noch mal alles angucken. Menschen sind berühmt für ihre alberne Kleidung. Aber das ist einfach nur lächerlich. Okay. Ein Koffer mit Menschenkleidung. Zu fein für Abenteurer. Vielleicht ist ein Handelsschiff auf die Felsen vor der Insel gelaufen und der gehörte einem Passagier. Vielleicht. Ich würde so etwas nie anziehen. Wir Elfen benutzen in Kristallfiolen eingefangenes Mondlicht zur Beleuchtung. Aber in dieser Situation tut es wohl auch so eine Qualle. Die Qualle ist doch cool. Ja, Ivo, ist okay. Mach ruhig. Das wäre das. Super, jetzt ich. Nein. Ich denke, wir lassen uns für dich etwas anderes einfallen. Okay, benutze das Holzfass. Dann nimm mal das Horn. Betrachte das Horn. Ich habe so etwas schon einmal gesehen. Es ist eine Art Musikinstrument. Die wilden Menschen in den Bergen benutzen so etwas. Vielleicht können wir damit das Monster irgendwie rufen? Betrachten wir erstmal die Schatztruhe. Die Truhe scheint diese Öffnung in der Wand zu verstopfen. Vielleicht ist sie angesaugt worden. Können wir die nehmen? Wahrscheinlich nicht, ne, oder? Ich bekomme sie nicht raus. Sie hat sich festgesogen. Ich bekomme sie... Das ist natürlich doof. Vielleicht können wir hier noch was anderes irgendwie... Betrachte das Brett. Ein Holzbrett. Es ist ungefähr einen Meter lang und läuft nach oben spitz zu. Aha. Nimm das Brett. Okay, wir haben ein Brett. Können wir das vielleicht damit rauswerkeln? Oder anderweitig benutzen? Betrachte den Apparat. Das ist etwas Gnomisches. Das heißt, es ist gefährlich und wird höchstwahrscheinlich keinerlei sinnvolle Funktion haben. Ja, genau. Ich fasse nichts an, was von einem Gnom gebaut wurde. Stimmt doch gar nicht. Ist nicht von Gnomen. Ich fasse nicht. Das klingt immer, als ob das Monster so im Hintergrund pupst. Das Holzfass können wir wieder benutzen und damit einfach wieder zurück und ihm das Brett vielleicht geben. Das macht sie ja easy peasy hier mit dem Rüberrollen. Tada! Okay. Gib ihm mal das Brett. Hier, nimm. Danke. Dann kann er ja jetzt mit dem Brett rüber. Ich weiß,
nämlich ungefähr, was er jetzt macht. Er nimmt nämlich jetzt das Fass und nimmt bestimmt... Für Ivo ist jetzt zwar nicht mehr genug Platz im Fass, aber ich sollte trockenen Fußes ans andere Ufer kommen. Genau, weil er hat jetzt nämlich ein Paddel, oder? Jawohl. Sehr schön. Cool, jetzt hat es Wilbur auch geschafft. Das ist gut. Sieht aus wie eine gigantische Tröte. Vielleicht haben die Riesen sie gemacht. Guck dir mal den Apparat an. Papa hat Mama so ein Ding geschenkt. Man legt Schiefertafeln auf diesen runden Teller und setzt dann vorsichtig die Nadel auf die Scheibe. Man hört dann, wie eine Nadel über eine Schiefertafel kratzt. Ein fürchterliches Geräusch, das von dem Rohr da noch verstärkt wird. Ja, anscheinend weiß niemand, wie er es benutzen kann, aber... Das Ding ist mir zu unhandlich. Ich nehme nur den Lautkratzer mit. Oh Mann, ey, die wissen nicht, wie das Ding funktioniert. Okay, Blase in das Horn. Machen wir das einfach mal. Schön. Ganz toll. Irgendwie lustig. Können wir das da mit kombinieren? Dann können wir ordentlich hier so ein Trötgeräusch machen. Komm, jetzt blas mal rein. Nichts gebracht. Na gut. Kannst du dir die Schatztruhe angucken? Ich meine, wenn Ivo das nicht schafft... Das ist zu hoch für mich. Genau, dann schafft er das ja wohl erst recht nicht. Paddel benutzen vielleicht? Können wir das Paddel... Betrachte das Loch. Das stinkt wie... Naja, nicht gut halt. Mhm. Steig in das ekelerregende Loch hinab? Ich werde doch nicht in so ein Loch hinabsteigen. Das muss jemand anderes tun. Nö, schon in Ordnung, Wilbur. Mach mal. Aber, Elfen haben einen besseren Orientierungssinn. Du bist viel kleiner als ich. Du kannst dich auch durch enge Gänge zwängen. Aber, ich... Nun mach schon. Du willst doch ein Held sein. Ich hätte es sofort getan, wenn mich jemand gefragt hätte. Macht er das jetzt echt? Oh Gott, oh Gott. Also gut. Oh mein Gott! Zwänge dich durch die Verengung. Nimm den Feuerstein. Zünde die Fackel an. Okay, was macht Wilbur? Wo ist er? Der Deckel eines Holzfasses. Er nimmt den Edelstein, benutzt den Stein mit Statue der Hoffnung. Oh, ein Musikrätsel. Dann spielt er noch die Melodie auf der Totenkopforgel nach. Eine geisterhafte Erscheinung im Spiegel. Jetzt spricht er mit dem Spiegel. Ich brauche Hilfe. Das wird dir helfen. Voll das eigene Adventure, was da so nebenbei ein läuft. Seil. Noch gut in Schuss. Zeit, den Rückweg anzutreten. Nur wie? Ah, verstehe. Wirf den Felsbrocken auf die andere Seite der Wippe. Tada! Und? Wie war's? Normal. Ja, normal. Gut, das hat er so alles nebenbei gemacht und hat einen Holzdeckel bekommen. Können wir den verschließen, aber dann... Was bringt uns das? Können wir das Seil? Das Seil machen wir daran. Da komme ich nicht dran. Dann müssen wir jetzt einmal rüber paddeln, würde ich sagen. Ja, wir paddeln einmal rüber und geben ihr das, weil das kann Ivo machen. Vielleicht hat er auch nicht genug Blasekraft hier, Blasenhöhe, um hier in diese Tröte da reinzututen oder so. Ich weiß es nicht. Gehen wir mal aufs Seil. Bitte schön, Ivo. Bitte schön. Danke. Was mit dem Deckel? Den soll er behalten. Aha. Ja gut, dann spielen wir Ivo. Ivo kann wieder rüber rollen
Und dann versuche ich das gleich mal mit ihr irgendwie, dass sie da mal reintrötet. Das hatte ich nämlich gerade eben nicht probiert mit ihr. Sehr witzig, dass er da reingeht in dieses ekelhafte Loch und da dann so voll das eigene Abenteuer irgendwie erlebt. Kein Interesse. Achso, sie will das gar nicht. Kein Interesse. Kein Interesse, alles klar, dann nicht. Dann nicht. Dann mach du das mal daran. Das, damit wieder die... Ich binde das Seil an den Henkel. Genau, so. Jetzt haben wir irgendwie bestimmt die andere Seite. Zieh die Schatztruhe mit dem Seil aus der Wand. Alleine werde ich es nicht schaffen. Vielleicht mit Wilbur's Hilfe. Ja, ich bin stark. Genau. Du bist vor allem schwer. Darauf kommt es hier an. Okay. Ja, doch nicht so. Alleine werde ich es... Ja. Du bist... Okay. Das blasendes Horn will sie ja nicht. Dann... Wieder rüber. Weil sie braucht ja, ja, was machen wir mal? Er kann vielleicht da... Genau, er geht da rein. Mit Deckel zu. Genau. Er geht da rein mit Deckel zu und sie rollt ihn dann rüber. Dann sind sie nämlich beide auf der anderen Seite. Das ist doch eine Idee. Benutzt das Holzfass. Schau mal, Ivo, was ich gefunden habe. Krabbel mal ins Fass. Ich habe eine Idee. Gut. Okay, gut. Bist du sicher, dass das sicher ist? Zack. Gemacht, getan. Und die Säure zerfrisst das Holzfass irgendwie nicht? Nie wieder. Immerhin sind wir jetzt beide auf dieser Seite. Genau. Und zusammen könnt ihr jetzt da an dem Ding ziehen. Zusammen schaffen wir's. Ja. Wenn du meinst. Juhu! Yeah! Scheint, als hätten wir damit unserem großen Freund einen Gefallen getan. Ja, dann haben wir das ja geschafft. Jetzt gucken wir uns unser Artefakt an. Ist das aufregend? In der Truhe ist das Artefakt, das den Krieg entscheiden kann. Und? Die Truhe wird sich nicht einfach so öffnen lassen. Wir müssen sie aufbrechen. Vielleicht können wir sie einfrieren und... Oder einfach aufmachen. Es muss eben nicht immer alles kompliziert sein. Ich bekomm's nicht auf. Mhm. Sieht nach einem komplizierten Schloss aus. Ich schlage vor, dass wir Captain Bonnet fragen. Vielleicht kann er das Ding knacken. Bestimmt sogar. Aber dafür müssen wir erstmal hier raus. Tja, lass mich raten, hier in diesem Gaumen kitzeln und dann geht's los. Durchsuche die Kiste. Da liegt noch etwas drin. Mit so einem Ding hat Opa mich eine Woche lang geweckt. Er hatte sich in den Kopf gesetzt, aus mir einen Kampfschwimmer zu machen und brüllte mich jeden Morgen damit an. Nimm die Flüstertüte. Okay. Warte, kommt das da auch noch drauf? Damit wir noch eins haben? Tatsächlich. Und sonst... Ja, dann blas mal jetzt rein, Wilbur. Komm, gib alles. Was tust du da eigentlich immer? Vielleicht kann ich mit dem Monster Kontakt aufnehmen. Genau. Das wird doch nie etwas. Wir sind von Tonnen Fleisch und Fett umgeben. Ja, aber der Schall des Horns wird verstärkt und nochmal verstärkt. Und am Ende ist er etwa... 1000-mal so stark. 1000-mal. Physikalischer Humbug. War ja klar. Ich muss etwas Schlechtes gegessen haben. Hast du das gehört? Es kann sprechen. Hallo? Wer spricht da? Ich, Gott, dein Gewissen, Wilbur mein Name. Ich bin Abenteurer. Dein Gewissen. Ist, dein Gewissen? Das kann nicht sein. Ich bin ein gewissenloses Monster. Dann, bin ich dein Magen?
kann sprechen. Was willst du? Ich habe Hunger. Augen. Ich will Augen. Ih, ist doch ekelhaft. Ich habe Hunger. Nee. Haben wir Hunger? Nee, komm. Was mit, wieso Augen? Ich will auch mal was von der Welt sehen. Ich will Augen. Das dürfte nicht ohne weiteres möglich sein. Und außerdem, was gibt es in dieser Höhle schon zu sehen? Dieselben Wände schon seit tausenden Jahren. Du bist 1000 Jahre alt? Was solltest du wissen? Du warst die ganze Zeit mit mir hier unten und hast geknurrt. Wer bist du wirklich? Dann sind wir mal ehrlich. Wir sind zwei Abenteurer und in deinem Magen gefangen. Ja, tut mir leid. Oh, tut mir leid. Lässt du uns raus? Nein, so häufig bekomme ich nichts zu essen. Aber an uns ist überhaupt nichts dran. Ivo ist ein Strich in der Landschaft und ich wiege auch keine 40 Kilo. Es hat's gar nichts. Komm schon, wir haben dich von dieser Kiste befreit. Was für eine Kiste? Die Kiste, die dieses Loch in der Wand verstopft hatte. Ich weiß nicht, was ihr getan habt, aber mir geht es so gut wie lange nicht. Ich danke euch. Willst du uns also gehen? Na gut, aber könnt ihr vielleicht ein paar Schiffe hier locken oder den einen oder anderen Wal? Mal schauen. Wiedersehen. Ich fand das Monster nett. Vielleicht könnten wir wirklich das eine oder andere Schiff... Du bist manchmal... seltsam. Aber wenn wir... Was zum... Überraschung, meine Hübsche. Aber... Captain Nate... Hast du die ganze Zeit mit ihnen zusammengearbeitet? Oh nein, meine Liebe. Ich weiß nur zufällig, welche Knöpfe man bei jemandem wie unserem Freund Nate drücken muss. Was hat er dir versprochen? Unser aller Leben, meins im Besonderen. Und den Schatz. Alles, bis auf eine Sache, die er sich aussuchen will. Das kann ich mir vorstellen. Wilbur, du gibst das Artefakt des Schicksals nicht her, verstanden? Verstanden. Das Artefakt des Schicksals. Unbegrenzte Macht. Geh weg. Ich bin ein mächtiger Kampfmagier. Aber sicher bist du das. Nate, das kannst du nicht zulassen. Er wird sich um seine Angelegenheiten kümmern. Das hättest du auch tun sollen. Du... Bring das Artefakt in Sicherheit. Lauf! Nein! Wie konntest du das nur tun? Ich habe euch den Hals gerettet. Naja, dir zumindest. Du hast den Hexer befreit, nur weil du einen Schatz wolltest. Glaubst du ernsthaft, ich habe Munkus auch nur eine Sekunde abgenommen, dass er uns einen Schatz gibt? Ich habe einen Deal mit Munkus gemacht, weil es die einzige kleine Chance war, heil aus der Sache herauszukommen. Verstehst du das nicht? Sie hätten uns verfolgt und das Leben zur Hölle gemacht. Und früher oder später wären wir ihnen in die Hände gefallen. Kein Schatz ist das wert. Glaubst du, irgendjemand hätte noch ein ruhiges Leben, wenn Mortroga das in die Hände fällt? Ich wusste doch nicht. Hey! Hey, Kleiner, wo willst du hin? Schön. Lauf weg! Und nächstes Mal sag mir einfach gleich, worum es... Wilbur! Er wacht auf. Ganz ruhig. Du bist in Sicherheit. Wir sind Zombies.
Zombies? Mein Fleisch ist ungenießbar und ich habe fast kein Hirn. Irgendwie machen für mich die Begriffe Sicherheit und Zombies in einem Satz nicht wirklich Sinn. Außer in die Zombies werden uns mit Sicherheit verspeisen. Siehst du? Er hasst uns. Er fürchtet uns. Und deswegen hasst er uns. Unser Komitee hat noch eine Menge Arbeit vor sich. Ja. Wer seid ihr? Wir sind das Komitee für den menschenwürdigen Umgang gegenüber Untoten. Wir wollen den schlechten Ruf der Untoten bei den Lebenden verbessern. Und bei den Toten. Denn irgendwie mag uns niemand. Wo ist Wilbur? Da war eine Falle und ein Schatten. Das war ich. Ich habe dich umgerissen. Dabei ist dein Kopf auf einen Stein geknallt. Entschuldige bitte, ich habe diesen Körper nicht so ganz unter Kontrolle. Warum hast du mich umgerissen? Was ist mit Wilbur? Er hat dir vermutlich den Hals gerettet. Der Ork-Häuptling aus dem Lager hat die Falle aufgestellt. Und wenn er dich erwischt hätte, wäre jetzt nicht nur dein kleiner Freund in Schwierigkeiten. Wilbur in einem Ork-Lager? Oh Mann, das alles meine Schuld ist. Wie meinst du das? Naja. Nun erzähl schon, Junge. Wie du siehst, haben wir alle Schuld auf uns geladen. Also schön. Mein Name ist Nate. Ich war in Seefels am Westmeer. Da kam dieser kleine Gnom an und... Und bam! Alles schwarz. Dann bin ich aufgewacht und... Ihr wart da. Du hast sie hintergangen! Du wolltest nur deinen eigenen Hals retten! Naja, so kann man das nicht sagen. Du solltest diesen Balken tragen! Ich habe unter Piraten gelebt, Halsabschneidern, aber noch nie, nie... Nun ist aber mal gut, ja? Vielleicht habe ich ein klein wenig egoistisch gehandelt. Als du deine Freunde verkauft hast, weil du hofftest, dadurch selbst heil aus der Sache herauszukommen? Nein. Du musst Wilbur da rausholen. Und du musst die Elfe befreien. Sieht so aus. Und ich muss das Artefakt in Sicherheit bringen. Ich werde dir helfen, wenn du es ernst meinst. Mein Name ist Gulliver. Du kannst mich oben in meiner Werkstatt finden. Komm, Körper! Ja, begleiten wir den Zombie später und reden gleich mit der Wasserleiche, die total nervig hier die ganze Zeit rumheult. Hier passieren ja eine Menge Sachen gerade und ich bin gespannt, wie es weitergeht im nächsten Part von The Book of Unwritten Tales, Leute. Bis dann!